Willkommen zu unserer ersten Xbox Game Pass Übersicht. Am Anfang und in der Mitte des Monats möchten wir euch alle neu hinzugefügten Spiele im Netflix des Gamings vorstellen. Aber was ist der Game Pass eigentlich? Im ersten Monat bekommt ihr über 100 Spiele für nur 1 Euro und danach geht's je nach Modell unterschiedlich weiter. Im Ultimate Pass bekommt ihr zum Beispiel für 12,99 € ab dem zweiten Monat eine Auswahl für Konsole und PC. Nur PC-Spiele gibt's für 9,99 € ab dem zweiten Monat. Und wenn ihr ausschließlich Xbox-Spiele haben wollt, gibt's die ebenfalls für 9,99 €, aber schon ab dem ersten Monat. Soweit, so gut, jetzt geht's aber los mit den Spielen für Oktober. Kurz nach dem Kauf von ZeniMax Media und damit Bethesda wurde Doom Eternal zum 1. Oktober für den Xbox Game Pass angekündigt. Und damit wurde auch direkt Doom Eternal The Ancient Gods Part 1 für den Xbox Store am 20.10. bekannt gegeben. Später soll aber auch eine PC-Version des Ego-Shooters folgen. Gutes Timing, es gibt nämlich keinen besseren als den Halloween-Monat, um sich ein wenig durch die Hölle zu schießen. Auch am 1. Oktober erscheint Drake Hollow für den PC. Das süße kooperative Base-Building-Spiel verspricht ein paar spannende Kämpfe gegen dunkle Wesen. Sowohl solo als auch mit Freunden muss man hier ganz im Don't Starve-Stil sein Dorf inklusive der Drakes verteidigen. Die Drakes sind jetzt aber nicht ein Haufen Rapper, sondern niedliche Gemüsewesen, die von den Gegnern gefressen und von den Spielern mit dem Ausbau der Basis unterhalten werden wollen. Am 8. Oktober folgt dann Brutal Legend für die Konsole. Heavy-Metal-Musik und der Mix aus Hack'n'Slash und Strategiekämpfen machten die Abenteuer von Eddie Riggs zu einem Kultklassiker. Die Entwickler sind Double Fine Productions und das Spiel erschien 2009 für die PlayStation 3, Xbox 360 und PC und beinhaltet Rocklegenden wie Jack Black, Lemmy Kilmister oder Ozzy Osbourne. Am gleichen Tag gibt's Forza Motorsport 7 für Android-Konsole und PC. Für Leute, die nicht genug von Rennstrecken bekommen können, gibt es den 7. Teil von Forza Motorsport aus 2017 auf allen im Game Pass angebotenen Plattformen. Über 700 verschiedene Fahrzeuge soll man hier benutzen können, inklusive Ferraris, Porsches und Lamborghinis. Das alles in 60 FPS, Native 4K und HDR. Ein weiteres Spiel für die Konsole und PC ist ab dem 8. Oktober verfügbar, Eikenfell. Das ist ein RPG mit strategischen Rundenkämpfen, mit ganz viel Pixelkunst und schönen Tracks. Im Oktober dreht sich alles um eine Gruppe von Magieschülern, die keine Lust mehr darauf haben, immer brav den Regeln zu folgen und im Zuge dessen viele dunkle Geheimnisse der Schule entdecken, gegen verrückte Monster kämpfen, einige Farbpinsel zum Einsatz bringen und auch einiges an Loot abgreifen. Für den Soundtrack sind übrigens Aivi und Tsurashi verantwortlich. Steven Universe-Fans wird das interessieren. Des Weiteren sind seit dem 22. September Destiny 2, Forsaken und Shadowkeep im Game Pass enthalten und Destiny 2 Beyond Light ist jetzt schon vorbestellbar, kommt aber ab dem 10. November mit dem Release ebenfalls in den Game Pass. Auf das Upgrade zur neuen Gen kann man seine Items und Co. behalten und auch Crossplay zwischen Xbox One und Xbox Series X wird möglich sein. Auch ab dem 10. November ist dann EA Play auf Xbox One, Xbox Series X und S verfügbar, solange ihr den Game Pass Ultimate habt zumindest. Und ab Dezember gibt's für Mitglieder des Ultimate oder des PC-Passes auch die Spiele aus der EA Play-Bibliothek für Windows 10. Jetzt aber viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal!